So, willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Der liebe Klengarn ist back in business. Was wurde aus diesen YouTuber-Apps? Let's go. Heute geht es um hunderttausende Nutzer, richtig viel Verluste und Firmen, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Denn ich habe mich gefragt, was wurde... Moni, danke für die 200 Bits. Grüße. ...eigentlich aus diesen YouTuber-Apps. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Und hey... Ich bin wieder da, ja, ich war lange krank, aber ich bin wieder gesund und deshalb hier für euch mit einem wunderbaren neuen Video. Passiert halt, wenn man sich auf der großen Brainpain Podcast Tour ordentlich was einfängt. Alles dazu könnt ihr hören beim Brainpain Podcast, Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich hatte Zeit und habe so ein bisschen rumgelegen und mich durch den App Store geklickt und da fiel mir ein, Moment mal, es gab ja auch mal eine Zeit, wo viele YouTuber Apps rausgebracht haben. Also habe ich mal für euch geguckt. Was ist aus diesen Projekten eigentlich geworden? Sind die Leute reich? Sind sie komplett pleite? Gibt's das Ganze überhaupt noch? Kleiner Spoiler, die eine Firma gibt's nicht mehr. Dazu kommen wir aber gleich. Fangen wir erstmal an mit der ersten App von Tomery. Tomery hatte 2002... Chat, ich muss auch mal so eine App rausbringen. So eine App über diese Exposed-Formate, wo wir alle Informationen sammeln können. Das heißt, ihr könnt euch die App dann runterladen und jeder, der was weiß und einen Hinweis hat, der schreibt das nicht mehr in die Kommentare, sondern dann in die App. Und dann wird die App so mit KI generiert und dann bildet sich so ein Bild von ganz von alleine. Und alle Informationen führen dann dazu, dass wir diese Pflegekräfte exposen können. Das wäre doch mal eine Idee. Ich arbeite dran. 20 eine Videoreihe gestartet, wo er gesagt hat, ich möchte eine App entwickeln, nämlich ein Mobile Game. Das Ganze sah dann so aus, es war so ein Jump and Run, wo man mit Dinos durch eine Welt springt. Und er hat das Ganze Dinoscape genannt. Und schau mal vorweg, die App gibt's. Immer noch im App Store. Man kann sie also spielen. Werden wir gleich tun. Ich habe sie selber auch noch nicht angemacht. Aber er hat das Ganze innerhalb von einer Woche entwickelt, rausgebracht und dann mit der Community zusammen so verbessert und erweitert. Sehr funny fand ich auch, dass er in einem Folgevideo erzählt hat, dass er 500 Euro in Werbung für diese App investiert hat, damit halt mehr Leute diese App sehen, finden und runter... Also 500 Euro für eine Werbung ist schon, kann ich euch sagen, wenig. Hört sich jetzt im ersten Moment viel an, aber 500 Euro, da erreichst du im Bereich der Werbung nicht so viel. Und er hat mit diesen 500 Euro nicht mal zweistellige Downloadzahlen erreicht. Ich weiß noch nicht genau, woran es lag, aber wir haben 500 Euro rausgehauen. Wir haben mehrere tausend Impressionen und wir haben nicht mal zweistellige Downloads bekommen, was ich mir absolut gar nicht erklären kann. Stark, das ist auf jeden Fall richtig gut investiertes Geld. Ja. Aber er hat dann natürlich so immer weiter dran gearbeitet, den Content erweitert, immer weiter Updates gebracht. Gerade beim Update 1.8 kam viel neuer Content in die App. Und das Ding war so groß, dass er sogar Leute dafür eingestellt hat. Neue Programmierer, neue Entwickler, Grafiker und hat das Ganze immer so mit Videos begleitet. Ja, dann gab es neue Items, dann wurde ein Multiplayer eingeführt in der App. Also keine Ahnung, braucht ihr so Mobile Games? Die dann, dann auch noch neue so aussehen, ich weiß nicht. Das ist ja ein bisschen auf Mario gemacht, aber, also Super Mario damals, die ganz alten, so Jump-and-Run-mäßig mit, wie ich finde, nicht so ganz schönen Texturen, weiß ich nicht. Mir würde es keinen Spaß machen und ich wundere mich nicht, dass das einfach nicht gedownloadet wird. Keine Ahnung. Items, dann wurde ein Multiplayer eingeführt in der App. Ey, erstmal Props auf jeden Fall dafür. Ich glaube, das ist nicht einfach, das alles zu implementieren. Und das Spiel ist mittlerweile neben Handy auch für PC bei Steam verfügbar. Fand ich auch sehr krass. Und es sollte sogar eine Browser-Version kommen, dass man es also einfach im Browser spielen kann am PC. Und dann gab es immer mehr Probleme mit diesem Spiel. Ja? Neue Updates, die angekündigt waren, wurden immer weiter nach hinten verschoben. Die Leute waren dann irgendwann genervt. Es wird angekündigt, es wird verschoben, es wird wieder angekündigt, es wird wieder verschoben. Ja, und es kamen dann immer neue Ankündigungen, bis dann irgendwann nichts mehr dazu kam. Ich glaube, es ist halt einfach nicht einfach, ein erfolgreiches Mobile-Game zu entwickeln und auch weiterzuhalten. Ja, du musst ja die ganze Entwicklung, Verbesserung, Bugfixes, die ganzen App-Stores müssen da auch mitspielen. Tomery hat das auch erzählt, dass das manchmal so ein Krampf war damit. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich irgendwann einfach nicht mehr gelohnt hat, so viel Zeit in diese App zu investieren, wenn es halt neben dem YouTube-Kanal auch noch ganz viele andere Projekte gibt, die man eher machen möchte. Die App hat mittlerweile im Play Store über 100.000 Downloads, das ist jetzt aber auch nicht 10 Millionen. Und wenn dann weniger neue Leute dazukommen, muss man halt gucken, ob sich das noch rechnet, das Ganze so weiter zu betreiben. Aber man kann es immer noch spielen. Wenn man zum Beispiel bei Apple im App Store guckt, gab es die letzte Aktualisierung der App vor knapp einem Jahr. Bei Android am 29. November 2023. Keine Ahnung, warum und was da geändert wurde. Ich denke mal, nichts Wirkliches. Aber wenn man sich die Bewertungen anguckt, viel Positives dabei. Ja, viele schreiben... Also ich sage euch ehrlich, ich kann mit den Gaming-Apps nichts anfangen. So, ich habe noch nie Mobile-Gaming verstanden. Ich finde das immer echt zum Kotzen, muss ich sagen. I don't know. Ich nutze es halt nicht.
Und dann spielen die Kids im Unterricht. Also ganz im Ernst, da gibt es tausend andere Apps, die da im Unterricht benutzt werden. Ich habe ja letztens erst erzählt, die ganzen Livestreams auch aus einer Schule, die ich da sehe, was ich absolut lost finde, wo die Lehrer bestimmt auch nicht wissen, dass da in der letzten Reihe gelivestreamt wird. Das wird immer loster auf jeden Fall. Ey, cooles Spiel, macht echt Spaß. Einige sind auch sehr abgefuckt, weil man offensichtlich gezwungen ist, eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit man das Ganze spielen kann. Also würde ich sagen, testen wir das Ganze einfach mal. So, starten wir einfach mal Dinoscape. Ich bin gespannt. Willkommen bei Dinoscape. Hast du bereits Dinoscape auf deinem Handy gespielt? Nein. Ja, ich muss mir jetzt einen Account erstellen. Okay. So, und ich bin drin. Also wir haben hier verschiedene Sachen, die man machen kann. Ein Shop. Und ich spiele jetzt einfach mal Arcade. Oh, ah, fuck. Nein. Sehr gut. Okay, nochmal. Okay, so springe ich. Also zack, zack, zack. Ja, guck mal, das klappt doch. Oh, oh, oh. Ja, vielleicht nicht in Lava stehen. Also die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig, würde ich sagen. Aber ich verstehe, wo das Spiel hin will. Ich sehe auch, der Hintergrund ändert sich immer. Das Level ändert sich immer. Also es ist wohl immer zufallsgeneriert. Ich habe ein Item. Ui. Oh. Perfekt. Nein. Oh. Oh, ist schon frickelig, ne? Aber 34. Wer spielt doch auf dem Handy? Spielt einer von euch auf dem Handy-Chat? Dann gerne mal eins in die Kommentare, in den Chat, weil mir hat das noch nie was gegeben. Weiß ich, immerhin. Ich glaube, manche Leute haben 1000 erreicht, okay. Hat sich jetzt nicht so krass angefühlt wie ein Super Mario. Die meisten, wenn sie was auf Handy spielen, dann ist es, wie heißt das? Candy Crush. Habe ich schwöre es euch, so weit ich hier stehe, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Candy Crush gespielt. Subway Surfer, Subway Surfer habe ich, das kenne ich. Da habe ich selbst mal reingeguckt. Ja, stimmt. Stimmt, Subway Surfer, das kenne ich. Hey, aber dafür, dass er das innerhalb von einer Woche programmiert hat, Respekt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, ganz nette Idee, ganz cooles Spiel, ganz cooles Projekt, aber ich glaube nichts, was jetzt richtig, richtig erfolgreich werden würde. Das ist beim nächsten Projekt ganz anders möglicherweise. Denn Dave hatte vor einigen Monaten eine Videoreihe gestartet mit dem Titel Ich habe ein Startup gegründet. Das Ganze kam in 4 Teilen raus und Spoiler, während ich zu diesem Video recherchiert habe, hat Dave noch einen 5. Update-Teil rausgebracht und Ziel dieses Startup war es, eine App zu entwickeln und rauszubringen, und am besten sehr erfolgreich damit zu sein und reich zu werden. Das Ganze hat er mit 3 Entwicklern zusammen konzipiert, die haben sich zufällig bei ihm gemeldet und die haben dann zusammen eine Firma dafür gegründet. Und er erzählt, dass er selber 200.000 Euro Privatvermögen in diese App investiert hat. Ich habe über 200.000 Euro in eine Idee investiert, ohne zu wissen, ob daraus tatsächlich etwas werden kann. Das ist viel. Das ist sehr viel. Und er hat auch erzählt, die hatten schon vor Release einen Investor, der in die Firma eingestiegen ist. Für 3,25% der Firma hat der 195.000 Euro bezahlt. Das bedeutet, das ganze Startup, die 100% davon, sind mit 6 Millionen Euro bewertet. Das Alter. Ist ziemlich, ziemlich viel. Holy shit. Aber worum geht's? Okay, Chat, wir müssen jetzt überlegen, an welcher App wir arbeiten. Wollen wir so eine Pflege-Exposed-App machen? Dann bitte melden sich irgendwelche Grafiker und irgendwelche App-Spezialisten bei mir. Wir müssen das unbedingt umsetzen. Wenn es um so Beträge geht, da müssen wir mit einsteigen. Ist eigentlich überhaupt hier und sag es uns bitte. Es ist eine Cashback-App mit dem Namen Save It. Und dabei geht es nicht nur um klassisches Cashback, sondern auch um Affiliate-Marketing. Also wie zum Beispiel bei Amazon Affiliate Links oder beim Fortnite Creator Code. Da bekommt zum Beispiel ein Content Creator eine gewisse Provision, wenn du über seinen Link irgendwo einkaufst. Zum Beispiel hat Dave in dieser App einen eigenen Creator Code und wenn ihr den einstellt und dann etwas über diese App kauft beim Nike Shop, kriegt ihr Cashback-Prozente und er bekommt davon einen kleinen Teil ebenfalls. Dieses Prinzip über ganz viele Shops im Internet, alles über diese App, egal ob Lieferando oder Lidl oder Nike oder was auch immer. Dabei sollen von diesem Geld, was man spart dabei, also sagen wir 5 oder 6% pro Einkauf, 80% an die Nutzer gehen und 20% an die Creator. Das Schlaue an diesem Move ist, dass wenn man die Creator damit ins Boot holt und denen zeigt, ey, du kannst hier halt passiv ganz viel Geld verdienen, hat man, wenn die alle mitmachen, sehr, sehr viel kostenlose Werbung für diese App. Weil die Creator natürlich auch wollen, dass ganz... Hat die einer von euch gedownloadet? Hat die einer von euch auf dem Schirm? Also ich wusste, dass es die gibt. Ich habe das bei Kilian, glaube ich. Kilian, da haben wir vorgestern drauf reagiert. Bei dem habe ich das in einem Video gesehen, die Dave-App. Ich habe sie nicht, muss ich sagen. Viele die App mit ihrem Code benutzen, damit die ganz viel verdienen. Wir erinnern uns damals zu Fortnite Creator Code Zeiten, als Leute 100.000 Euro im Monat damit verdient haben, ohne irgendwas zu machen, weil so viele halt ihren Code benutzt haben. Und so dann auch bei Save It in der Theorie, dass die Creator sagen, ey, hier diese App,
nehmt doch meinen Code, ich muss nichts machen, wir kriegen alle Geld davon, fertig. Auf dem Papier im Prinzip ist es dann eine Win-Win-Win-Situation. Die Leute bekommen was, weil sie Cashback bekommen, die Creator bekommen Geld, also Anteile darüber und Daves App bekommt ganz viel kostenlose Werbung und wächst und wächst und wird natürlich dadurch auch immer wertvoller. So zumindest in der Theorie. Aber es gibt mehrere Probleme, die seitdem damit aufgetreten sind. Dazu gleich mehr, aber zuerst kann man sagen, die App war zum Start sehr, sehr erfolgreich. Die haben innerhalb von 6 Stunden 100.000 neue Nutzer gehabt. Oh. Das war laut Dave der erfolgreichste App-Start in Deutschland jemals. Wer den vorher hatte, das erzähle ich euch gleich, war nämlich auch Creator offensichtlich. Nach 24 Stunden hatte die App 145.000 Nutzer, nach 72 Stunden über 200.000 Nutzer und laut dem neuesten Update von Dave liegen die bei mittlerweile über 350.000 Nutzer. Für die App, was schon ziemlich krass ist. Aber wo liegt jetzt eigentlich das Problem dabei? Weil alle doch profitieren und die App sehr erfolgreich ist, viel runtergeladen wurde, teilweise auf Platz 1 im App Store war. Zum einen gibt es auf dem Cashback-Markt sehr viel Konkurrenz. Vor allen Dingen auch Konkurrenz von Firmen, die es schon sehr lange auf dem Markt gibt, die sich also schon etabliert haben, die von vielen genutzt werden. Schub zum Beispiel hat in Deutschland 1,6 Millionen Mitglieder. Oder iGrail heißt es, glaube ich, 10 Millionen Nutzer in Gesamteuropa. Und auch Payback-Punkte sind auch eine Art Cashback. Ja, Payback, stimmt. Payback ist mit das Einzigste, was ich nutze. Sonst die ganzen Affiliate-Sachen und so nutze ich gar nicht. Aber Payback tatsächlich schon lange. Die viele in Deutschland nutzen. Und es gab noch ein weiteres großes Problem, was zu vielen sehr schlechten Bewertungen im App Store geführt hat. Viele haben sich beschwert, dass das Cashback, was sie sich dann überweisen wollten, bisher nie angekommen ist. Das hat dann natürlich für ziemlich viel Unmut gesorgt und für einige 1- und 2-Sterne-Bewertungen, was nicht so geil ist. Ich verstehe auch, dass das der Sinn von Cashback ist, dass du das Geld dann am Ende auch zurückbekommst. Vor kurzem kam das Update-Video von Dave, da ist er auch genau auf diesen Punkt eingegangen und hat gesagt, ey, das tut uns auch sehr leid, ich weiß, das ist ein großes Problem, wir können da auch nicht viel machen. Ja, aber ein großes Problem ist gut, das ist ja das Main-Argument. Du registrierst dich ja da, weil du erwartest, du kriegst Cashback. Und wenn du das nicht bekommst, dann erschließt sich mir jetzt der Sinn nicht. Hat man das Problem gefixt inzwischen? Ich meine, Klängern wird es uns gleich sowieso sagen. Liegt seiner Aussage nach nämlich an den Shops, die halt erstmal alle Fristen, Rückgabefristen und sowas abwarten, bis sie das Geld dann an Xula-Fan, moin, schön, dass du dabei bist, grüß dich. An Savit auszahlen, damit die das wieder an die Leute auszahlen können. Dieser Zeitraum dauert bis zu 120 Tage. Eher kann dieses Geld nicht ausgezahlt werden. Ah, was? Was? Guck mal, ich sag euch, wie viele User waren das? Über 300.000? Die erwarten natürlich, dass sie relativ schnell Cashback bekommen. Und wenn du denen dann sagst, 120 Tage, 30, 60, 90, 4 Monate. Da wäre ich aber auch salty. Nicht so geil. Was ziemlich lang ist auf jeden Fall. Safe. Aber solange das Geld nicht bei Savit angekommen ist, können die das halt nicht an die Nutzer auszahlen. Ist ja auch klar. Ich verstehe das. Ich verstehe das auf allen Seiten. Aber ist halt schon irgendwie nervig für die Leute. Er erzählt dann noch weiter in dem Update, dass die Firma keine neuen Investoren bisher hat, weil sie von Tag 1 an rentabel war. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir von Tag 1 rentabel sind und dass sich das Unternehmen trägt, wir alles zahlen können und alles bestens läuft. Damit hatte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Respekt dafür. Was ich aber nicht ganz verstehe, weil von diesem Cashback, sagt er ja, gehen 80% an die Nutzer, 20% an die Creator. Wie verdient dann Savit Geld? Wir als App nehmen uns zum Start erstmal gar nichts. Ich hatte mir alle Videos angeguckt, das hat er bisher irgendwie nicht so gesagt. Vielleicht durch Platzierungen der Firmen in seiner App, vielleicht durch andere Provisionsmodelle. Aber es muss ja irgendwelche Werbung in der App, oder, Chat? Da verdient man ja auch sicherlich Geld mit. Hat die einer von euch? Schreibt's mal gerne rein. Ja, irgendwie auch Geld damit verdient werden. Er hat aber auch erzählt, es sieht sehr gut aus bisher für die App. Ja, es gab einige Gespräche mit großen Firmen für Zusammenarbeiten oder auch schon Übernahmeangebote. Und ich glaube, bei solchen Startups ist das auch immer eine gute Idee, die dann immer im Raum steht, dass man hofft, dass das Ding so wertvoll ist, dass man am Ende das Ding verkauft und sehr viel Geld dann mitnimmt. Und er geht auch in seinem Update auf konkrete Zahlen ein. Er erzählt zum Beispiel auch, dass die Nutzer innerhalb der ersten 3 Monate über 350.000 Euro an Cashback gespart haben. Insgesamt haben sich die Nutzer in den ersten 3 Monaten über 350.000 Euro mit Savit an Cashback erspart. Was völlig verrückt ist, weil da noch keine Auszahlungen an Creator und so weiter dabei ist. Und dass er nur im Dezember über seinen Code 20.000 Euro damit verdient hat an Provision. Ich selber konnte über meinen Creator-Code. Alter, 20.000 Euro hat er verdient nur mit Provision? Oh, das sind so heftige Beträge, Chat.
im Dezember ohne eine YouTube-Integration über 20.000 Alter. Euro einnehmen. Das ist schon ziemlich viel, ja, dafür, dass die Leute einfach nur seinen Code benutzt haben. So ein Drittel eines Pflegejahresgehalts. Aber lohnt sich dieses Modell dann auch für andere Creator? Ich habe mir die App mal runtergeladen und es gibt viele sehr kleine Creator, die da auch einen Code haben, den man benutzen kann. Leute, die 20, 30, 40.000 Abonnenten haben. Ja, wir erinnern uns, dass Dave meinte, dass 80% an die Leute und 20% an die Creator ausgezahlt wird. Und mit seiner Aussage von 350.000 Euro in 3 Monaten haben die Leute an Cashback gespart, können wir ja rechnen. Wenn wir also davon ausgehen, dass diese 350.000 Euro diese 80% der Nutzer sind, dann haben wir eine Gesamtsumme von 437.000 und eine Provision, also diese 20% an die Creator, von 87.000. Von diesen 87.000, die wohl an die Creator ausgezahlt wurden, diese 20% über die 3 Monate, hat Dave 20.000 Euro nur im Dezember verdient. Das wären 23% aller Creator-Einnahmen über die App, die er nur im Dezember bekommen hat. Plus die 2 weiteren Monate, die mir auch gehörten dann noch. Das ist schon ein sehr großer Anteil der Provision, die an Creator ausgezahlt wird. Was ja auch nicht... Ja, also das ist mir auch zu viel Mathe, aber man versteht ja, es ist eine relativ simple Rechnung. Das Geld so einzunehmen, das muss auf jeden Fall schmecken. Also ich glaube nicht, dass er die 200.000 Investment verschwendet hat. Ich glaube, wenn die App jetzt immer noch gut läuft, dann wird er die sicherlich schnell raushaben, beziehungsweise vielleicht hat er die auch schon raus, I don't know. Verwunderlich ist, dass er einen ganz großen Anteil dafür bekommt, weil die Leute halt vor allen Dingen die App über ihn kennen und dann natürlich auch seinen Code benutzen. Und je mehr er bekommt, desto weniger bekommen halt andere Creator und dann ist es auch irgendwie nicht mehr so interessant oder lukrativ für die. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dave hat auf jeden Fall angekündigt, dass es natürlich weiter Infos dazu geben wird. Wenn ich raten müsste, würde ich denken, das wird weiter wachsen, er wird einen Investor finden und dann wird er das Ganze irgendwann für vielleicht ein paar Millionen verkaufen. Wir werden sehen, wir bleiben gespannt, ob er Multimillionär damit wird. Wer auf jeden Fall fast Multimillionär geworden ist, sind die Leute der nächsten App. Revi, Trimax und Unsympathisch TV haben vor einiger Zeit die Hyped-App entwickelt. Ja, das war die gehypteste App im Jahr 2021. Das Ding wurde richtig groß angekündigt. Instagram-Account Ich glaube, die sind auf die Schnauze gefallen, ne? Ich meine, mich zu erinnern, dass ich mal... Oh, bei wem war das? War das bei... Bei wem war das denn im Stream? Bei Eli selbst, wie er über die App geredet hat? Ich glaube, die haben die im Sand gesetzt. Also das... Windspiel, ja, alle hatten Bock da drauf. Das Ding hatte über 100.000 Follower bei Instagram. Boah. Eine App, die es noch nicht gab. 3 große YouTube-Gesichter, ja, das kann nur geil werden. Und am 10.07.2021 war es soweit und die Hype-App erblickte das Licht der Welt. Und das war der erfolgreichste App-Start in Deutschland jemals bis dahin. Und alle so... Warum? Ja, also... Was kann die jetzt eigentlich? Ja. Wusste irgendwie keiner so genau? Gut. Ja, aber guck mal, 3 der größten Streamer Deutschlands bringen eine App raus. Natürlich haben die 100 oder Millionen von Fans, die sich diese App halt downloaden irgendwie oder potenziell downloaden. Das ist schon krass, ne? Ich weiß nicht, was die kann oder konnte. Dass es damals kompetente YouTuber gab, die diese App natürlich auch getestet haben. Ich, männlich, ich mach mal weiblich. Mhm. Fühle ich jetzt noch nicht so ganz? Ja, ich glaube, das war's, ne? Also was mir jetzt hier so ein bisschen fehlt, ist, was kann ich machen? Es war eine Beicht-App. Also Leute konnten ihre Beichten... Jo, genau, das war doch sowas wie heißt denn die App, wo man auch immer diese ganzen Beichten liest? Boah, die App, die ich nie verstanden habe und die ich auch nie gedownloadet habe. Wie heißt das? Wo man was reinschreiben kann und dann gibt es da Antworten dazu, aber keiner hat irgendwie ein Bild? Boah, scheiße, ich kann das nicht anders beschreiben. Wie heißt diese App? Ah, ich komme gleich drauf. Ich werde gleich drauf kommen. Anonym schreiben und veröffentlichen, damit andere die dann lesen können, ne? Und dann konnte man sich diese Beichten durchlesen. Jodel, ja, Jodel, genau. Und tippen, okay, ist das wohl fake oder Jodel. Real? Wenn man dann getippt hat, hat man das Gesamtergebnis angezeigt bekommen, wie alle anderen geglaubt haben, ob es jetzt real oder fake ist. Und war das nicht ganz so spektakuläre Konzept dieser App. Außerdem hatte man da ein Profil und je aktiver man war, desto mehr Münzen und XP konnte man dann bekommen. Und das hat das ganze Konzept ein bisschen kaputt gemacht. Zum einen war dieses ganze Profilding etwas unseriös, weil sich jeder irgendwie einfach jeden Namen geben konnte
und es dann auch solche Sachen gab. Und Pietro Lombardi ist auch hier in der App. Donald Trump, Elon Musk, Wladimir Putin, korrekt, auch am Start einfach. Alternative für Deutschland. What the fuck? Ich beichte, dass ich mit 18 direkt AfD wählen will. Ja, irgendwie bisschen weird. Und wenn ja, guck mal, also ich glaube, dass die Kids sich da irgendwie gegenseitig überboten haben, wer die krasseste Beichte da jetzt reinschreibt. Davon werden eh 99% nicht gestimmt haben. Ich verstehe das nicht, den Sinn dahinter. Ich finde es ja nicht mal lustig. Wenn man so 10, 20, 30, 40 Beichten gelesen hat, dann war es das auch. Ja. Mehr konnte man halt auch nicht machen. Man konnte keine Nutzer finden, man konnte sich nicht die besten oder kontroversesten Beichten irgendwie in einer Liste anzeigen lassen. Es war einfach immer nur Beichte, Swipe, Beichte, Swipe, Beichte, Swipe. Dazu kam, dass dieses XP-Münzensystem das Ganze irgendwie völlig ad absurdum geführt hat, weil Leute halt einfach nur ganz schnell farmen wollten und alles mit war bewertet haben. Einfach immer war, weiter, war, weiter, damit man möglichst schnell möglichst viele XP bekommen hat für... Warum auch immer. Wenn aber alle immer auf war tippen, dann ist das ganze Konzept auch irgendwie kaputt. Und es gab... Ach, man hat auch nicht mal für die Bewertung an sich Münzen bekommen, sondern nur für war? Ja gut, dann stimmt das ja sowieso alles hinten und vorne nicht. Es gab zum Release-Start auch massive Serverprobleme, dass man es auch irgendwie nicht richtig benutzen konnte. Es wurde dann später gefixt, aber ist am Anfang trotzdem blöd. Das alles hat dazu geführt, dass die Bewertung dieser App im App Store... jetzt nicht so mega geil waren. Dann hat man lange, lange nichts mehr davon gehört. Ja, irgendwann gab es die App auch nicht mehr. Und jetzt kam vor einiger Zeit die Meldung, die Firma hinter dieser App hat dich gemacht. Ja, ja, wow. Wie lange hat es gehalten? Der Artikel ist vom 14.10.23. Mitte 21 kamen die raus, die App. Ja, 2 Jahre. Ja, cool. Hat sich ja gelohnt. Ja, Ende, aus, fertig, gibt's nicht mehr. Die ist fertig. Wir haben jetzt, glaube ich, nach 2,5 Jahren... die Firma geschlossen. Das war ein Versuch. Scheiße. Die Hype-App, aber das hat nicht funktioniert. Trimac sagt zumindest, dass er offensichtlich keinen Verlust mit dieser App gemacht hat, sondern nur die Programmierer, die dahinter gesteckt haben. Wie auch immer das funktioniert hat. Ich dachte, er hat 100.000 reingesteckt, aber gut. Und es gab auch einen Stream-Ausschnitt, den habe ich jetzt hier leider nicht mehr gefunden, wo Revi auch erzählt, dass er damals den Gesellschaftervertrag gar nicht unterschrieben hat und dann auch gar nicht dabei war, offiziell. Sascha und Max haben mich damals gefragt, willst du noch investieren? Ich habe gesagt, ja, würde ich machen. Und rat mal, wer nie einen Notarvertrag unterschrieben hat. Ich. Oh. Ja, wenn das Ding jetzt natürlich durch die Decke gegangen wäre, wäre ich gearscht gewesen so. Aber ich habe irgendwie schon damit gerechnet, weil Max das gemacht hat, dass es floppt. Wenn das Ding jetzt also explodiert wäre und alle wären Multimillionäre gewesen, hätte er ein Problem gehabt, weil er offiziell gar nicht Teil dieser App war. So würde ich sagen, eher Glück gehabt. Ob Sascha auch seine Kohle frühzeitig rausgezogen hat oder ordentlich Verlust gemacht hat, weiß man gar nicht genau. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Statement zu. Aber das war wohl ein Projekt, das hat nicht so ganz gut funktioniert. Und viele haben es nach dem Start auch gesagt und prognostiziert, weil der Umfang doch etwas beschränkt war, ja, und es viele Probleme gab, die das Ganze sehr benutzerunfreundlich gemacht haben. Ich habe ein bisschen verstanden, wo sie hin wollten. Es gab dann auch Videos damit, ja, also du hast natürlich dann durch diese Beichten auch Content bekommen, den man in Videos hätte nutzen können, aber so ganz durchdacht war das wohl nicht. Ja, besser vielleicht, wenn es die App... Ja, schade, aber die verdienen, glaube ich, so gut, dass die 100.000, wenn sie denn jetzt 100.000 verloren haben, für die wahrscheinlich Kleingeld ist. Jetzt nicht mehr gibt. Aber krass, so gehypt, bester App-Start und dann komplett abgestürzt. Ist offensichtlich gar nicht so einfach, eine eigene App als YouTuber zu entwickeln. Falls ihr geile Vorschläge habt für mich, was ich als nächste App machen sollte, gerne in die Kommentare damit. Und falls ihr eine der 3 Apps mal installiert und getestet habt, gerne eure Erfahrungsberichte unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Das war's von mir. Ich gehe jetzt ein bisschen Dinoscape spielen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, nices Video. Endlich wieder mal ein Klängern-Video. Like ist da. Abonniert habe ich ihn schon lange. Wenn ihr die Reaction bis hierhin geguckt habt, dann schreibt doch gerne mal, was schreiben wir als Algorithmus-Kommentar rein? Lost App. Schreibe Lost App. Lost App. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Reaction. Tschö.